What's up, Fan Primus Family? Happy Welcome zu einem neuen Stadion-Vlog. Heute, wie ich es immer so schön nenne, mit dem Elbe-Derby. Denn heute spielt der Hamburger Sportverein gegen 1. FC Magdeburg. Leute, ich glaube, heute wird es an Stimmung nicht fehlen. Denn die Magdeburger kommen immer rappelvoll im Gästeblock. Die kommen mit, weiß ich nicht, wieder vielleicht 7.000, 8.000 Leuten wieder an. Ja, der HSV macht grundsätzlich jedes Heimspiel zum Festspiel. Von daher glaube ich, dass wir heute an Stimmung wahrscheinlich das wieder mal irgendwie nicht übertreffen können. Das wird mega, mega geil. Es ist auch ein sehr spannendes Spiel. Die Magdeburger haben noch kein Spiel verloren. Die Hamburger wollen wieder nach oben. Ich glaube, es ist heute alles gegeben, was ein Fußballherz haben möchte. Und von daher, ich bin ready. Ich habe mich ready gemacht, habt ihr eben gesehen. Ich brenne, ich will jetzt los. Kommt, lasst uns ins Stadion. Let's go! Selbstverständlich mit dem Roller wieder am Bahnhof angekommen. Jetzt geht es hier zur Bahn und dann geht's ab ins Stadion. Ich habe so Bock, Leute. Das Spiel wird geil. Hamburg-Rahl steht. Heute steige ich da mal ein. So, also hier muss man sagen, haben sich die Hamburger schon verewigt. Guckt euch das mal an, Alter. Hamburger SV, ey. Boah, ich glaube, das sind Castaways. Krass. Ja gut, da gibt's nichts, aber hier. Krass. Guckt euch mal hier die ganzen Aufkleber an. Crazy. Doch alles voll. Krass. So Leute, da sind wir wieder. Back im Volkspark. Boah Leute, schaut euch mal bitte diese Massen hier wieder vorm Stadion an, die sich hier tümmeln. Jedes Mal ist dieses Ding hier ausverkauft. Das ist so Wahnsinn. Würden sich wirklich viele andere Vereine auch wünschen, aber der HSV macht es möglich. So ein kleiner Tipp für den HSV, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angedacht habt oder nicht. Ich finde es schade, dass ihr keine Fanbecher habt. Ich glaube, Fanbecher würden auch noch richtig geil in der Vitrine aussehen. Ich würde mich mega freuen, wenn es welche geben würde, weil klar, die Becher gebe ich wieder ab. Aber Fanbecher wären wirklich absolut geil. Also man sagt ja hier in Hamburg, dass das Volksparkstadion wie eine Festung ist, wie eine Hammerburg. Ja? Und ganz ehrlich, jetzt, ich stehe hier gerade beim Essenstand und philosophiere hier gerade ein bisschen rum und merke, ey, vom Ding her ist es ehrlich so. Guckt euch das mal an. Wenn ich mal so rüberschwenke, du hast hier überall diese Fenster und wenn man so rausguckt, wie früher, dann hat man da allen Blick von hier so, ne, hier können so Kanonen geschossen werden, was weiß ich. Also so ein bisschen Feeling hat das wirklich wie so eine Burg. Wenn man so von oben runter guckt, da hinten ist so eine lange Straße, wo früher die Leute versucht haben, die Burg einzunehmen. Ja, ist jetzt viel Philosophie oder ein bisschen Interpretation, aber irgendwie kann man schon sehen. Apropos, habe ich, glaube ich, euch schon öfter gezeigt. Dort ist das Nachwuchsleistungszentrum vom HSV. Richtig geil, das Internat, glaube ich. Und da hinten sind noch Plätze. Also auch eine sehr, sehr geile Anlage hier im Volkspark, muss man sagen. Und jetzt geht wieder los. Guckt euch das an. Boah. Magdeburger, volle Kanne da. Nordtribüne jetzt schon gefüllt. Es wird wieder so geil, ich hab so Bock drauf, mega. Ja, das ist heute meine Sicht. So sieht es hier aus. Ich sehe die Gäste perfekt, ich sehe die Heimtribüne perfekt. Mega geil. So, die Magdeburger kommen auf den Platz. Werden lautstark von den Magdeburgern auch applaudiert. Hört euch das an. Wahnsinn.
geil, die Energie stimmt, die Mannschaft sind da, die Fans sind da, es wird mega. Stadion, das ist geisteskrank, Alter. Aber die Lieder passen auch so perfekt. Hört's an, ey. Leute, viel Spaß beim Spiel. Let's go! HSV führt immer noch 1-0. Das Spiel ist ein bisschen etwas langweilig geworden, aber auf den Rängen geht es so hart ab. Ja, was soll ich sagen? Die Abwehr vom 1. FC Magdeburg, Katastrophe heute. Thank you.
Elfmeter für Magdeburg. Macht er ihn oder nicht? Da ist das Ding. Der Anschlusstreffer im Volkspark. Also es gab auf jeden Fall schon richtig krasse Auseinandersetzungen auf den Tribünen. Magdeburg übernimmt langsam das Spiel. Ich glaube, hier ist noch nichts zu Ende. Und schon wieder gehen die Leute, Alter, in der 87. Minute. Nur weil der HSV 3-1 führt. Das ist so unglaublich, ne? Also wirklich, das ist Wahnsinn. So, meine Lieben, wir sind in der 90. Minute. Es steht immer noch 3-1 für den HSV. Ja, erste Halbzeit gehörte den Hamburgern. Die zweite Halbzeit, fand ich, gehörte den Magdeburgern. Haben aber es nicht geschafft, Unentschieden rauszuholen. Fantechnisch ist das hier Weltklasse, also von beiden Fanlagern. Unfassbar krass. Völliger Wahnsinn, wirklich, wirklich völliger Wahnsinn. Vielen Dank an die Nordtribüne, vielen Dank an Magdeburg. Das war fürs Fußballherz perfekt. Mitmachquote einfach 100%. Wir machen alle mit. Wir feuern alle an. Das ist der Wahnsinn. So, Leute, das Spiel ist aus. Der HSV gewinnt 3-1. Und ja, ich muss sagen, es war der pure Wahnsinn. Was für ein geiles Spiel. Was für geile Stimmung. Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich hier aus Hamburg. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren, liken, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Stadionvlog. Euer Ben Primus. Hört es euch einfach an. Wahnsinn. Bye, bye.